sage Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind heute auf dem Testserver, Vilandra ist auch dabei. Hallo. Und Elsewhere steht an, ist auf dem Testserver freigegeben. Wir dürfen alle spielen außer der Hauptstory. Ich habe nur eben kurz einen Schlüssel angenommen und die Nachricht von Abnotan. Das ist, so weit ich weiß, genau, ein bisschen. Ja, anders kommt es ja auch nicht raus, ne? Genau, richtig. Dietrich, oder? Den nehmen wir gleich mal mit, weil wir sind jetzt mein komplett leeres Inventar. Deswegen nehme ich jetzt erstmal alles mit, was ich hier finden kann. Ja, ich bin ja auch gerade unterwegs in den Räumen und ja, genau. Ich suche alles und nehme alles mit, was ich finden kann. Looten. So, jetzt lohnt es sich natürlich auch wieder in die Bücherregale reinzuschauen. Also sprechen wir jetzt nicht mit den Typen, die da rumstehen. Doch, müssen wir, glaube ich. Das müssen wir, glaube ich, noch machen, weil du kommst, glaube ich, nicht weiter. Aber wir schauen erstmal. Ich sag, bis zu einem gewissen Grad kannst du. Oder kannst du das Ganze ja machen? Stimmt, du musst mit denen sprechen, sonst kommst du nämlich nicht raus. Genau. Kannst du jetzt aussuchen mit wem? Ja. Das Schöne ist, ich habe das ja schon einmal durch. Ich habe das ja schon vorher auf dem Server gespielt. Einen Sack durchsuchen. Ah, Zitronen. Noch kein Rüstungsset gefunden. Komisch. Scheiß Spiel. So, also deswegen wundert euch nicht, dass hier überall mein Name im Bild zu sehen ist. Seid gegrüßt. Dieser ist Maya Droh, Großadept von Sternhafen. Er freut sich, euch bei guter Gesundheit zu sehen, Reisender. Es geschieht nicht jeden Tag, dass jemand einen Drachenangriff überlebt. Helle Monde haben euren Weg gesegnet. Es gab einen Brief von Abnotan. Wisst ihr etwas darüber? Als wir euch fanden, hattet ihr einen Brief bei euch. Er sah wichtig aus, also legten wir ihn dorthin, wo ihr ihn finden würdet. Aber wie fühlt ihr euch, Reisender? Hat der Drache euch dauerhaften Schaden zugefügt? Nein, ich glaube nicht. Lasst uns eure Stärke auf die Probe stellen, ja? Aber dieser ist jetzt ein Großadept. Er unterwies die Krieger von Sternhafen. Leider ist es viele Jahre her, seitdem Maya Droh das letzte Mal mit einem Schüler in den Ring stieg. Ihr wollt mit mir einen Übungskampf abhalten? Nicht hier natürlich. Das ist keine Kneipenschlägerei. Nehmt ein Übungsschwert und trefft diesen draußen in den Gärten. Auf dass wir uns dort beweisen, wo Jonne und Jode uns sehen können. Okay, Jon und Jode, das hatten wir auch schon mal. Übungsschwerter und trefft diesen im Garten. Ja, also ich habe einen neuen Charakter erstellt. Kann man das erkennen? Ja, das wissen wir alles. Zwar bin ich als Nord unterwegs und klasse Nekromant. Oh, ich habe eine Jute-Schärfe, die kann ich ja schon mal anlegen. Und einen Ring, den hatte ich ja auch gefunden, den lege ich auch gleich mal an. So. Sind wir schon bestens ausgerüstet. Ach, jetzt haben wir hier das Übungsschwert. Okay. Okay, so, das legen wir natürlich auch an. Ja. So, zwei Händer. Ja, Nekromant ist ja die neue Klasse in Elsewhere. Deswegen wollte ich das mal. Würde ich. Genau, Kampfperspektive, das müssen wir alles nochmal neu machen. Deswegen wollte ich die Klasse auch mal ausprobieren.
wenn das später... Ich habe einen Wachsernter. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. So, und ein Rezept. Zack. Später, wenn das Spiel dann richtig draußen ist, werden wir mit unseren normalen Charakteren spielen. Ja, sag einmal. Man kommt immer noch nicht raus. Ja, jetzt ich bin noch draußen. Hast du das Schwert genommen? Ja. Ausgerüstet? Achso. Nö, hab ich nicht. Das habe ich natürlich nicht gelesen. Ja. So. Ich gucke mal ganz kurz, habe ich die schon? Ja. Ach, diese ganzen Sachen. Ne? Ja, ich weiß. In Gruppe einladen. So. Ich habe die mal in die Gruppe eingeladen. Ich habe die in die Gruppe eingeladen. Ja, das wissen wir auch alles. Das ist der Nachteil, wenn man dieses Einführungsding nochmal spielt, dass man alles angezeigt kriegt. Auch mal hier stressigen Übung. Ach ja, mir fällt ja gerade ein, meine ganze Belegung ist ja hier gar nicht hinterlegt auf dem Testserver. Das heißt, ich muss mich gleich komplett umgewöhnen. Du hast auch sowieso einen neuen Charakter, da muss man sich eh umgewöhnen. Ja. Nicht die Miezekatze. Miezekatze. Toll, ich habe einen Handwerkerstil gefunden. Die Dunkelelfen. Wow. Ich habe nur ein Rezept für irgendwas Komisches gefunden. Die Himmel warnen vor dem Wechsel der Jahreszeiten. Ja, ja, Quatsch hier gerade. Also den Garten finde ich echt wunderschön. Mal gucken, sehe ich dich jetzt eigentlich schon? Wow, ist der groß! Ja. Oder ich bin so klein. Wo ist denn die Umschalttaste? Was meinst du denn da mit Shift oder Shift, was? Genau. Ah. Ja, sind die das mal Umschalttaste? Ja, weil du es auf Deutsch eingestellt hast. Jetzt ist auf Englisch, dann wird wahrscheinlich Shift stehen. Glaube ich. Okay. Dann wollen wir einen Kollegen hier mal verhauen. Jetzt kommen wir ja nicht weiter. Dieser fürchtet, dass der Drache, der euch angegriffen hat, erst der Anfang war, Reisender. Dunkle Monde erheben sich am Meyers Horizont. Daran hat Maya Droh keinen Zweifel. Doch genug geredet. Wir kamen zusammen, um zu üben, nicht wahr? Ist der Übungskampf wirklich der beste Weg, um herauszufinden, ob ich ganz genesen bin? Maya Droh kann sich nichts Besseres denken. Wie zwei göttliche Monde, die in Harmonie miteinander tanzen, sollt ihr das Gleichgewicht eurer Klinge, das Gleichgewicht eurer Seele widerspiegeln lassen. Seid ihr bereit anzufangen? Ja, ja, bin ich. Fangen wir an! Schlagt nach Maya Droh! Schnell! Ja? Sehr gut! Ein solider. Noch einmal. Gute Arbeit. Ihr schlagt gut zu, aber könnt ihr auch parieren. Nun blockt den. Rasch! Schlag diesen, solange er aus dem. Ein brutaler Treffer. Ja. Yeah. Noch einmal. Und noch einmal. Sehr gut, Reiser. Ja, ich bin gut, ne? Nochmal. Schlagt heftig. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Meisterliche Schläge. Doch was, wenn ihr unterdrücken? Befreit euch jetzt aus der Falle von sie. Hier kommt noch eine Falle. Wappnet euch für eine weitere. Versetzt nochmal. Nutzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Ups. Und
Unterbrecht diesen, ehe er zuschlägt! Nochmal, unterbindet den Angriff von diesem! Mach doch! Wenn eure Feinde zum Angriff vorstürmen, schlagt zu! Unterbrecht ihren Angriff und wie gut es sich anfühlt, wieder mit einem Schüler zu trainieren. Komm, nun, gehen wir weiter zum Adeptorium. Ja, ich bin Stufe 2, juhu! Nur beanspruchen hier. Oh. Yeah! Und wie? Ach, da. Oh. Da, wo es steht. Ja, manchmal. Was? Habt ihr das gehört? Ihr habt eine Belohnung, okay. Was? Ein Drache? Wow! Ihr müsst den anderen Adepten helfen. Nehmt den Gang durch die Katakomben. Dieser muss Samarak warnen. Okay. So, Katakomben. Sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir zum anderen reisen können, oder? Ich gucke einfach mal, ob ich zu dir reisen kann. Zum Spieler reisen. Ah, okay. Ich glaube, das müssen wir nochmal alleine durchziehen. Bitte was? Ich glaube, das müssen wir alleine durchziehen erstmal, weil ich wollte zu dir reisen und sagte mir, nö, nö, geht nicht. Okay. So. Ja. Jetzt die Urne durchsuchen, ja. Klares Wasser. Was soll ich mit klarem Wasser? Oh, noch eine Blaupause. Toll. Ich würde gerne so ein bisschen Rüstung finden oder bessere Waffen. Gleich drum. So, okay. Verwundert einen Angriff. Wow. Fertigkeitslinie, zwei Händer. Juhu, freigeschaltet. So. Genau, was ich mir jetzt eigentlich angucken wollte, war nicht das, sondern der Flammenschädel werft einen Feind explosiven Schädel 3025 Flammenschaden. Das klingt schon mal nicht schlecht. Lebenskraft eures Feindes und verursacht lebender Tote. Ihr opfert eure Stärke. Ah, okay. Nehmen wir erstmal den Flammenschädel hier. Das okay, wie komme ich jetzt hier raus? Das ist so ein blödes Skelett. Ja, da musst du dich anschleichen. Von hinten anschleichen, dann mit einem schweren Hieb umhauen. Oh, ein Stil der Agonia. Cool. Ich bin überlegener Plünderer. Nehmen wir gleich mal hier. Zack. Und so, also Köcher kann ich ja nicht nehmen. Eine Haube. Ein Schild. Ja, ich glaube, ich gleich mal gucken, was ich hier alles gelootet habe. Sammeln sie auch gerade die Rüstungen ein? Ja, ja. Und Stiefel und keine Ahnung, was hier alles rumliegt. So, schauen wir uns das nochmal an. Fangen wir mal mit den Rüstungen an. Die Stiefel legen wir an. Die Haube, auch wenn man damit kacke aussieht. Gute Jacke. Leichte Rüstung. Ja, das wird sich später noch ändern.
Eisenkeule, ja, die macht nicht ganz so viel. Den Bogen kann ich noch nicht nehmen. So. Kurz auf die Map gucken. Ja, ich glaube, es ist relativ egal, wie rum man geht. Nee. Dreh dich mal um. Hallo? Genau. Pump. Also mit dem Anschleichen machst du echt eine Menge Damage. Beide. Toll, die Triche. Oh, ein Kühlrass. Sehr geil. Ja, Leute, da muss ich erstmal durch. Da müsst ihr jetzt erstmal durch hier. Ich muss erstmal alles looten. Aber ein Kühlrass, den nehmen wir natürlich gleich an. Das ist. So, die sind natürlich auch besser. Zack. Also, warte mal, in den Sammlungen habe ich nicht freie Sicht aussehen. Freie Sicht. Danke. So. Ich finde diese Masken und alles so hässlich. Da muss ich das mal abnehmen. Was hast du eigentlich genommen jetzt für Klasse und... Ich versuche mich als Magier. Als Magier. Habe ich noch nie gespielt. Aha. Welches Volk? Hochelfen. Hochelfen. Boah, das passt ja. Dachte ich mir auch irgendwie. Nee, ich bin immer neugierig auf die neuen Klassen. Ja, so Nekromantie und das alles. Ja, ist, nicht, ist eigentlich auch nicht meins. Also von daher würde ich es wahrscheinlich auch im normalen Spiel nicht anfangen. Zack. Oh, leg die mal hin. Ja. Da dreh dich mal um. Genau. Juhu. So. Ist ein Magier. Ja, die erste Fähigkeit macht schon gut Damage, also das muss man mal sagen. Ich gekriegt habe 5000 Damage oder fast 6000. Das wird mir gar nicht angezeigt. Fällt mir gerade auf. Oh, muss vielleicht nochmal einstellen. Ich habe jetzt nicht mehr genau, wo das war. Oh, hier hat man jetzt alles. Da müssen wir weiter, aber wir haben hier noch ein bisschen was zum Erkunden. Ach, da geht's auch raus. Okay. So, haben wir uns da irgendwas?
Da hast du jetzt davon noch ein Schild, also ich werde gut verkaufen können oder verwerten. Eine Jacke, falls mir kalt wird. Also Waffen liegen ja hier genug rum, ne? Und Rüstung, Bienenhänder, cool. Ja, da liegt eine Menge rum. Gott sei Dank haben wir ein großes Inventar. Ist das jetzt hier liegen? Das ist ja... Wenn es jetzt nichts Besseres ist. Teilweise kommt man so ein bisschen schwer ran, ne? Ja. Was? Könnt ihr gerade jemanden wiederbeleben, wenn ich einen gefüllten Seelenstein hätte? Hier liegt nur keiner. Das. Ja, mein Inventar ist gleich voll. Ja. Nur noch 60. Also ich habe nur 60. Können wir noch um den Kollegen hier. Okay, hat er mich doch gesehen. So, noch jemand ohne Fahrschein hier. Stimmt ja, wir haben ja jetzt noch kein erweitertes Inventar. Vor allen Dingen ist das alles doppelt, ne? Ja. Ja, also nur noch was abschmeißen oder zerstören. Das ist. Spawnen die hier eigentlich wieder, oder? Da wollen wir auch gleich mal rausgehen. So, mal gucken. Was mache ich da jetzt gerade? Mit dem mache ich 1192. Eisenbienen in der 1000. Ja, der ist natürlich gut. Der macht ein bisschen mehr. Haltet ein! Die Adepten von Sternhafen sind friedlich! Noch eine Leiche für unsere Armee! Wie grandios! Juhu. Oh, ein Anhänger. So. Rangdiver mittlerer Rüstung erreicht. Okay. Achso, hier wir beanspruchen. Kronenstärkungsmeilen. Bom, bom, bom. Okay, so.
gehe jetzt endlich mal raus. Nun, ja, so habe ich jetzt auch gemacht. Gut von euren Wunden erholt. Ist mir ein bisschen zu langweilig hier drin, vor allem, wie gesagt, ist so irgendwie alles das Gleiche. Ja. Siehst du, ist diese dankbar, dass wir euch in diesem Wrack gefunden haben. Wisst ihr, warum das Adeptorium angegriffen wird? Die Soldaten meinten, sie würden nach etwas suchen, aber sie gaben uns kaum die Gelegenheit zu einer Antwort, ehe sie auch schon angriffen. Es ist besser, die Flucht anzutreten. Mit diesen Irren kann man einfach nicht reden. Sie haben auch einen Drachen? Das macht die Flucht schwierig. Ja, diese hat diese schreckliche Stimme gehört, wie etwas aus den Geschichten der Mondsänger. Isjadi hatte gehofft, den Drachenhornturm zu erreichen, aber sie fürchtet, dass wilde Krieger ihr nun den Weg versperren. Ganz zu schweigen davon, dass über uns ein Drache kreist. Was ist der Drachenhornturm? Oben auf dem Turm liegt das Drachenhorn. Mit nur einem mächtigen Hornstoß kann man angeblich Drachen zu Boden zwingen. Isjadi ist sich nicht sicher, ob die Legenden wahr sind. Aber das ist unsere beste Hoffnung gegen solch einen brutalen Feind. Wir müssen also nur noch ins Horn stoßen. Es scheint töricht, es nicht zu versuchen. Ja, ich würde sagen, dann lasst uns aufstoßen und ins Horn brechen oder so, ne? Ich werde dieses Drachenhorn finden und herausfinden, ob es den Drachen besiegen kann. Dann müsst ihr die Skyrim konnte man das selber tun, da brauchte man kein Horn für. Husfuda! Genau. Nee, das war nicht der Drachenfleisch. Nein. Versprechen, dass der Plan aufgehen wird. Das Drachenhorn ist sehr alt, sehr zerbrechlich. Aber wir müssen es versuchen, ja? Mögen die Monde mit uns sein. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden warten, bis ihr das Drachenhorn geblasen habt. Falls der Drache zu Boden geht, wird das unsere beste Gelegenheit zur Flucht sein. Falls nicht, nun... Dann müssen wir schnell sein. Der Großadept von Samak sollte auch losziehen. Das hört diese gerne. Isjadi fürchtete das Schlimmste. Falls ihr sie wiederseht, dann versucht an der Seite des Großadepten zu bleiben. Er mag beständig wie ein Fels sein, aber der Zahn der Zeit nagt auch an Felsen. Ja, okay, lebt wohl. Gut, hier ist noch ein Sack. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Kann man hier noch irgendwas? Gott, was für eine schreckliche Stimme. Auch ein Rezept, toll. Ich muss aber kurz die... ja, ist klar. Zack, benutzen. Okay, so, da gehen wir mal raus. Oh, dann würde ich sagen, ihr lieben Zuschauer auf YouTube, ihr müsst warten, bis die nächste Folge kommt. Hier im Stream machen wir noch weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei The Elder Scrolls Online. Wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss.